Ich glaube, dass man da deutlich stärker steuern muss, damit auch die Patienten einfach die Betreuung bekommen, auch die, den Beistand, der ihnen einfach zusteht. Und das geht nicht, wenn eine Krankenschwester 40 Patienten zu zweit und vielleicht noch mit ein oder zwei Schülern versorgen muss. Das ist einfach nicht möglich. Denn auch auf den Normalstationen werden die Patienten immer älter, so wie bei uns. Die sind sehr häufig pflegebedürftig. Und das geht nur mit ausreichend Personal. Alles andere finde ich persönlich zynisch. Das hat für mich auch nichts mehr mit Medizin oder guter Versorgung zu tun.